Jo, sehr gerne, Herren. Willkommen zurück am Stück bei Traveler's Rest. Ja, Deutschland spielt gerade gegen Dänemark. EM. Naja, Trauerspiel. So. Gleich soweit. Brauch noch. Ich würde aber dann schon mal herkommen und nochmal 5 Fässer herstellen. Könnte ja dann gut sein, dass wir heute zulassen. Ist alles okay. Jetzt brauchen wir da Quark und Zucker. Ich brauche halt Milch, ne? Brauche ich Milch, Quark. Ein Grund ist ja egal, ich bin Kuhschepp, aber ich habe die Kohle dafür nicht. Ich brauche auf jeden Fall so ein zweiter. Was ist das? Öffnen. So ein zweiter Gedönstisch da, ne? Weil das wird sonst langsam zu eng. Ich hab das doch erst gegossen. Das raff ich jetzt nicht. Bin ich jetzt dumm? Ah, jetzt sind sie endlich soweit. Sehr schön. Unsere Rüblis. Gut, dann brauchen wir drei erstmal für die 5 Tische. Meine Kollegen da haben eh noch nicht offen. Reifefass. Was fehlt? Nägel. Aber doch klar. Eisen. Ach du Scheiße. Ah, ich wollte hier montags ein Dings machen. Ruhetag. Ja, Wochenende wollen die Leute auch mal saufen. Verständlicherweise. Nein, ist doch leer, Mann. Hör auf damit. Nur wenn wir da außen rumlaufen. So. Ja, mit. Danke. Lass mich kurz überlegen. Hä? Warte mal, mehr drauf? Da müssen wir nicht hin, da müssen wir nicht hin, da müssen wir nicht hin. Brauche ich mal, wenn da noch ein Tisch für. Also die Frage, lohnt sich das jetzt eigentlich mit dem Hin und Zorax? Soll doch erstmal die Dings ausbauen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich. Was hat sie denn gerade im Angebot? Blumenkohl, Bitterhopfen, Bohnen, Brokkoli, Cashewkerne, Erbsen, Erdnuss, Erdbeeren, Frühling, Gurke, Kicher, Kartoffeln. Boah, das sind über 80. Oha. Ich habe auch noch Pommes. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade null ein, dass ich das jetzt hole. Weil es kostet mir zu viel. Mit den Kartoffeln. Geschäft. Der hat noch nichts. Dann gehen wir zum anderen Wirt und holen uns nochmal so ein Tischlein. Tischlein, verreck dich. Also hochprozentig muss warten. Hallo. Eine Melzmaschine, genau. Eine Mühle für. Okay. Reife, was kann man selber herstellen? Cocktail, Käserei, okay. Dann kannst du mit Mehl herstellen, dann können daraus wieder Brot oder sowas backen, ne? Und eine Arbeitstisch.
Ich muss jetzt erstmal mal Leute anlocken in die Bude. Ich finde es auch sozial von den Entwicklern, die gesagt haben, hey, wir machen alle 3 Tage Gießen. Das wäre jetzt die Hölle. Das ist so viel Zeit fressen. So. Ach, die braucht Brennstoff. Ja. Sorry. Hätte. Hä? Ja, die ist dabei. Röstmalz aus Roggen oder Mais? Ja, warte mal, da kann ich jetzt gerade abbrechen. Mais bin ich gerade dabei. Aus Roggen oder Mais? Habe ich beides gerade noch nicht. Scheiße. Ah, gut. Halt mal auf. Zack. Nee, dann machen wir nochmal ein Tofu-Steak. Oder welche haben? Roggen oder Mais? Roggen oder Mais? Ja, aber ganz scheiße, was ich hergestellt habe. Habe ich zwar dann von anders Getränk, das war auch Bullshit. Halt die Mühle aufgestellt. Oh, Bogi. Hallo? Ich habe mir aus Kisper der eigenen Bude. Rost aus. Ah, Kines. Öffnen. Hackfleisch mache ich da draus. Paniermehl brauche ich Brot für. Machen wir klassisch aus Weizen, ne? Geht gefühlt halbwegs schnell. Kokosöl. Zack, bam, Feuer. Katze! Das magst du uns langsam wieder. Das wächst ja, dann brauchen wir doch die Fässer. So, brenn mal Eisen bitte. 3, 1. Brauchen wir Holz, oh Gott. Ich muss Bäume wieder töten. Ja, wir haben Forster, aber ich muss hier auch mal kurz ein bisschen was fällen. Ein bisschen was absiegeln am besten noch. Die Dinge müssen aber irgendwo wachsen, ne? So. Dann gehen wir mal kurz wieder uns in den Forst rein. Und dingel den weg. So. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass nur 30 Sachen reinpassen in die Fässer. 30 Teetassen sind jetzt nicht viel. Weil das Ding so riesig ist. Wobei ich auch schon mal Brot herstellen, ist glaube ich auch viel wert. Haben wir auch noch ein Eisen? Oh Gott, voll übersehen. Naja. Ewig 3 Tage nicht gegrindet. So. Bitte. Hallo, fäll doch. Wir haben nicht ewig Zeit. Sagen, was ist denn los? Ich meine, ich bin ja ein Townsman, den Murge, ohne Scheiß.
Gut, dann brauchen wir es auch nicht. Geht echt nicht? Okay. So. Sortier mal. Gut. Gerade überlegt. Kann das sein, dass die Oliven ein bisschen länger brauchen gerade? Was brauchen wir denn für dich? Eisenbleche. Ja, komm, mach mal. Dann machst du mal wieder Eisenbahn. Dann kommen wir an, zwei Schmelzofen benötigen. Wir haben auf 4, brauchen wir 5. So. Öffnen, Stein rein, Thema erledigt. Gut. Weiße haben wir genügend. Ich weiß nicht, was Mais hiervon war. Ich glaube, das sieht nach Mais aus. Das ist irgendwas anderes, das ist auch irgendwas anderes. Und das, achso, Knoblauch und Zwiebelsalat und Kopfsalat und so. Stimmt, war ja was. Ah, fuck. So, bevor der wieder Depri wird, Mistvieh. Brotteig. Wo stelle ich Teig her zum Fick? Küchenhefe, nein! Ich kann Brotteighersteller, ich werd rich! Herr Pucki denkt, du wirst rich, weil er jetzt Mehl herstellen. Ja, denke ich. Lass mich, ja. Ich kann unterschiedliche Brotsorten herstellen, 38 Sorten davon, dann viel zu viel im Angebot, keiner kauft es mehr und ich weiß, was er fressen soll. Mach mir nicht arm. Geschäft. Küchenhefe war's, okay. Ich will nichts Falsches kaufen. Ich hab gar keine Kohle mehr, nein. Komplett im Arsch. Die kostet 10, eine kostet 10 Silber, oh deine Mutter. Na gut, müssen wir es aufmachen, Sachen verticken, geht nicht anders. Deswegen will der Besen kein Geld. Echt froh drum. Was sind die anderen? Hat die heute frei? Tee, ja, kriegst du. Ja, wo sind die anderen? Wir können gleich zumachen, wenn die nicht kommt.
Kannst knicken? Wo ich stehe? Hä? Wo war die blöde Kuh? Leute, ich kann das Ding nicht allein bedienen. Ey, bei mir gehen gerade die Kanallichter aus, ne? Ey, wenn das jetzt ein Bug war, dann kotze. Ey, da gehen natürlich die Lichter aus gerade, ohne Witz. Mach jetzt nochmal auf. Kann es sein, weil ich... Ah, oh, das wär's jetzt. Jetzt kommt's ja aus dem Bug. Ey, flip aus. Total aus grad. Alles voll, okay. Ich hab den anderen Tee nicht dabei. Irgendwo eingebunkert? Nö, ja gut, dann gibt's halt Wasser. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sag mal, war's ein Bug einfach, dass sie nicht da ist, die blöde Sau? Ey, was für eine Kacke. Ja, ist Early Access, aber das ist jetzt hart. Habe ich nie, ja. Okay. Ich war mal unsicher, was ich gerade da hatte. Ey, ich krieg einen harten Übel. Sankt das Dreck. So, dann machst du das mal. Guck mal, dass hier noch Mehl läuft. Den brauchen wir auch Licht, ne? Sollen wir Fackel hinstellen? Krieg ich mal, ne? Danke. Oh Gott. Aber das ist voll. Bis auf zwei Plätze, drei Plätze ist alles belegt. Cool. So, da geht's gleich weiter. Wunderbar. Mach mal an, ne? Ja, kack rum. Ja, verprügel auf Frauen, verpiss dich! Mann, 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 du. Hey, im Anflug. Oh, ich liebe den Besen. Will nie wieder missen. Ja, voller Bruder, ja, das halt mehr kommen, ist halt auch gut, ne? Ich
eine ganz gute Eigenschaft schon hier. Könnte hinten einmal kurz Tee herstellen. Tee. Zack. Der Besen ist aber fleißig am Rödeln, du. Alter Schwede, der weiß bald auch nochmal, wo er aufhören soll und anfangen. Ich glaube, da kaufe ich irgendwann noch einen zweiten, wenn die Bude größer wird, weil da kommt der einer nicht mehr hinterher. Wenn die Schlawiner daherkommen und dann dauernd Dreck machen. Ja, sag mal, wissen Sie heute noch was? Gibt's Wasser? Ah, du umdisponiert, okay. So, muss kurz durch. Dankeschön. Ich wollte gerade putzen. So, dann. Durchwischen. Zack. Oh Gott, hört mal auf jetzt. Nein, macht weiter, meinte ich. Ich brauche mehr Geld. Ich bin arm. Wer nichts wird, wird, wird. Ich kann jetzt meine Füße entspannen, Junge. Ich entspanne gleich auch noch. Weil mir die Alte nicht auftaucht. So. Mein Reflex, dass ich gleich zuhau, sorry. Zack, grüner. Können wir mehr verkaufen. Gibt was Neues im Sortiment, was besser als Tee. Schön, dass die, also dass die Leute schön fleißig in die Bar gehen, finde ich toll. So. Perfekt. Selbst rein in den Tisch stecken oder so, das wäre auch super. Wenn es schon Zaubersachen gibt. Magie kommt ja noch. Bin echt mal gespannt. Bisschen meinen, wir morgen machen wir wieder durch. Wir haben ja Sommerfeiertag. Steht nirgends wieder dran. Samstag, Sonntag, keine Ahnung. Oh, da, Lady, haben wir einen durchgetrunken, ja? Fünf Fummeln. Ja, merke ich schon. Dachte ich mir, ne? Hä, warum wurde es jetzt im Bierkrug angezeigt? Nee, der ist doch sauber. Der hier. Müssen wir noch herkommen? Morgen. Ah, warte, was haben wir? Ah, heute ist Samstag. Scheiße, gut, der Mezzo. Oh, das war jetzt Samstag. Morgen ist Sonntag. Okay, gut, scheiße. Haben wir bis 1 Uhr morgens mal offen. Ein bisschen Geld noch verdienen. Dann produzieren wir halt so gut wie es geht dann. Ah, warte, ich mache hier mal kurz. Kommt. Ich wische aber noch mal kurz durch hier, ne? Reinigungstrupp. Kann natürlich auch sein, dass man in bestimmten Größe mehr Leute einstellen können. Also nicht immer für Bereich 1. Wäre eine Katastrophe. Warten Sie kurz. So. Ja, hier, hier. Ah ja, guck mal. Aber um 1 Uhr morgens noch oder halb 1 sind noch so viel los. Ist gut. Ist gut. Kommt sogar noch der eine oder andere. Obwohl das ein Freist aussieht. Ich habe heute auch nur 2 Leute verklopft. Ja, doch, doch. Kann man zufrieden sein. Ist okay. Ist auch ganz entspannt so. Ah, ich nehme das Symbol wieder für einen Tee. Jo, die Bestellung kommt gleich. Was ist denn los? Hallo?
Sorry, muss hier so ein Böbel kurz eliminieren. Oh, ich sollte mal zumachen, ne? Mega doch jetzt hier kurz vor Ladenschluss, du. Ich glaube, meine Sonnenelle pfeift. So, ich hol's ihn kurz. So. Ja, bis um 3 muss ich im Bett sein, ne? Dann schreit Mama wieder. Ich hab doch... Jetzt! Oh, fuck! Ich hab mich richtig drauf gedrückt. Oh, scheiße. Leute, macht mal hinne. Bitte. Rest macht der Besen. Was kalt, ja, okay, lass mal an. Hallo Katze, streicheln. Ja, schlafen bitte. Heilige Scheiße, ich hab nicht richtig drauf gedrückt. Das hat nicht reagiert. Naja, aber alles gut gegangen nochmal. Wobei, der müsste doch sonntags offen haben, oder? Hat er der sonntags auch zu? Nee, daraus bitte. Doch so, zack, zack. Ach so, weil ich die Hefe nicht hab. Ja, das passt, ne? Öffnen. Larve. Mehl. Warte mal, sortieren. Vielleicht ja kein Schwein mehr durch. Einmal. Kupfer. Alter. Würmchen. So. Oh, noch mal eine Kiste hier auf jeden Fall. Gell, Katze? Ah, es ist ein Feuer, geht von alleine aus. Ja, perfekt. Gut, da ist alles in Ordnung. Dann gucken wir kurz unsere Sache an. Fünf Reifefässer. Eisenfeder, scheiße. Jetzt kann man es herstellen. Zur Not hätten wir ja immer noch Eisen zum Verbrennen. Holz mal Eisen da. Wie viel Fässer? 9. Oh Gott, wunderbar viel zu wenig. Hallo, schlag mal, danke. Hab nicht ewig Zeit. Wie ich schon am Anfang ansagte, das muss im Grunde eigentlich lüppen, ne? So einen Schmelzofen bräuchte man eigentlich auch nochmal. Dafür muss ich aber auch schauen, dass das Ganze aktiv permanent läuft. Ob es dann wieder rechnet beim Zweiter? Aufgezeichnete Frage, ne? Metallkrug. Ah. Das ist ein Deko-Gegenstand? Jetzt läufst du erstmal, ich geh mal kurz rüber und schau, ob der Küchenhefe hat. Ah, ist gut, da muss ich dran denken, was die Rezepte betrifft, dass ich da immer mal nachschaue, wenn ich es nicht mehr im Kopf hab. Ah, der hat noch zu, okay. Stehen da Öffnungszeiten drüber? Amas, ne. Da geht's noch nirgendwo hin. Ah, ja, dann gehen wir mal später dorthin. Gehen wir mal runter, schauen uns ein bisschen um.